Damit rufe ich den Tagesordnungspunkt 1 auf, Bericht des Oberbürgermeisters, so wie ich es eingangs bei der Tagesordnung auch gesagt habe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste und Zuschauer, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträter. Auch wenn wir noch in den weiteren Tagesordnungspunkten auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen kommen, will ich Sie bewusst im Bericht des Oberbürgermeisters darüber informieren, welche Schritte in der Verwaltung veranlasst wurden. Gestatten Sie mir aber, mit den Worten unseres Bundespräsidenten zu beginnen, die er am gestrigen Abend hier in Dresden anlässlich eines Friedenskonzertes in der Dresdner Frauenkirche gesagt hat. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Niemand kann vor der Geschichte rechtfertigen, was in der Ukraine geschieht. Dass Hunderttausende auf der Flucht sind, dass unschuldige Menschen sterben und dass ein Land zerstört wird. Deshalb appellieren wir an den russischen Präsidenten, beenden Sie diesen Krieg jetzt. Ich glaube, der Bundespräsident hat am richtigen Ort die richtigen Worte gefunden. Die absolute Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner, ja, die absolute Mehrheit in unserem Land, steht hinter diesem klaren, unmissverständlichen Appell. Verehrte Mitglieder des Stadtrates, nachdem deutlich wurde, dass sich Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg befinden, haben wir innerhalb der Stadtverwaltung grundlegende Entscheidungen getroffen, die und wie wir mit dieser Herausforderung begegnen wollen. Unsere Arbeit teilt sich zum jetzigen Zeitpunkt vor allem in zwei Stränge. Das bürgerschaftliche Engagement der Dresdnerinnen und Dresdner inklusive der heldenhaften Arbeit der ukrainischen Gemeinschaft in unserer Stadt und die Fachaufgaben der Kommune als Verantwortliche für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Für beide Handlungsbereiche haben wir jeweils eine Taskforce bzw. Stabsstrukturen gebildet und die Schnittstellen zwischen beiden Arbeitsbereichen geschaffen. Was tun wir, um das große bürgerschaftliche Engagement in geeigneter Weise zu unterstützen? Wir haben unmittelbar das Gespräch mit langjährigen Partnern gesucht, wie etwa der Stadtliga oder unseren lokalen Hilfsorganisationen Arche Nova, um zu erfahren, wie effektive Hilfe aussehen kann und muss. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse ist unter dem Stichwort Ukraine-Hilfe unter www.dresden.de eine Übersichtsseite entstanden. Hier finden die Dresdner Antworten auf wichtige Fragen, Hilfsaktionen, die bereits angelaufen sind, seriöse Spendenkonten und Ansprechpartner für ehrenamtliches Engagement. Die Menschen können uns über diese Seite per Mail Hilfsangebote unterbreiten, die wir dann an die richtigen Ansprechpartner vermitteln werden. Wir suchen aktiv nach Dolmetscherinnen und Dolmetschern oder Privatleuten, die zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit sind. Allein in den vergangenen 48 Stunden haben wir über 400 Hilfsangebote über diesen Kanal erhalten. Wir haben auch unmittelbar den Kontakt zu den in Dresden lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern gesucht. Erst heute früh habe ich mit Vertreterin der Community darüber beraten, wie wir die Gemeinschaft mit unseren Ressourcen unterstützen können. Folgende Ergebnisse haben wir festgehalten. Ab Montag werden die ehrenamtlichen Helfer der Community 4 voll eingerichtete Arbeitsplätze in städtischen Büros von uns erhalten. Damit kann eine Art Geschäftsstelle eingerichtet werden. Dazu werden wir Mitarbeiter abstellen, die die Community unterstützen und mit den städtischen Einrichtungen vernetzen. Die Helferinnen und Helfer aus der ukrainischen Gemeinschaft haben teilweise ihre eigentliche Arbeit aufgegeben. Wir wollen eine geeignete Vereinbarung treffen, damit hier Gelder und Honorar zur Verfügung gestellt werden können. Wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen. Weiter werden wir mit den Wohlfahrtsverbänden Anlaufstellen in der Stadt schaffen, damit Geflüchtete erste Informationen erhalten und nach der langen Reise versorgt werden. Dies wird nur der Anfang sein, aber ein wichtiger Anfang.
Das weitere Themenfeld bürgerschaftliches Engagement wird in meinem eigenen Geschäftsbereich federführend angesiedelt, natürlich mit Vertretern aus fast allen Geschäftsbereichen. Die Stadt wird Initiativen begleiten und beraten und Ansprechpartner vermitteln. Aber, und darauf bin ich sehr stolz, es braucht kein staatliches Handeln in unserer Stadt, damit die Menschen aktiv werden. Schon jetzt sind zahlreiche Spenden getätigt und Hilfskonvois auf dem Weg an die Grenzen. An dieser Stelle, im Namen des Stadtrates und in meinem Namen, danke ich den vielen Helferinnen und Helfern von Herzen. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden in den kommenden Tagen und Wochen, aber auch insbesondere als Unterbringungs- und Sozialbehörde gefordert sein. Niemand kann heute voraussagen, wie sich die Ströme der Flüchtlinge entwickeln werden und wie hoch die Zahl der Schutzsuchenden sein wird. Die Europäische Union und auch die Bundesregierung sind jetzt erst dabei, die rechtlichen Grundlagen für die aktuellen Herausforderungen klar zu definieren. Und weil die Voraussage so schwierig ist, werden wir uns auch auf ganz unterschiedliche Szenarien vorbereiten. Was heißt das? Wir müssen die Unterbringungskapazitäten deutlich erhöhen. Die schließt neue Sammelunterkünfte und die Anmietung von geeigneten Wohnungen ein. Dazu sind wir mit Immobilienbesitzern und den großen Vermietern im Gespräch. Wir bereiten uns aber auch darauf vor, für den Fall der Fälle Notunterkünfte binnen weniger Stunden bereitzustellen. Selbstverständlich gehört in diesen Themenkomplex auch die medizinische und psychosoziale Begleitung der Menschen, die zu uns kommen. Ich verspreche Ihnen, dass wir hier unbürokratisch, aber auch transparent handeln werden. Ich bitte Sie daher ausdrücklich auch um Ihre Unterstützung, wenn wir mit Entscheidungserfordernissen in die Gremien kommen werden. Wir bereiten uns darauf vor, dass sich die Fragen von Schul- und Kita-Betreuung sowie arbeitsrechtlichen Fragen bald stellen werden. Wir, die wir als Verwaltungsspitze agieren, werden in der aktuellen Situation gemeinschaftlich handeln und dies ohne öffentlichen Streit als Team tun, so wie in der Vergangenheit auch. Gestatten Sie mir aber an dieser Stelle ein paar persönliche Worte an Sie, Frau Dr. Kaufmann. Ich möchte Ihnen ausdrücklich danken, dass Sie so eisern und konsequent auch dieser Herausforderung wieder entgegentreten. Kein anderer Geschäftsbereich ist in den vergangenen 7 Jahren so umfassend gefordert worden wie der Ihre. Die Flüchtlingssituation 2015 und 2016, die Corona-Pandemie, die Impfkampagne, die anstehende Umsetzung einrichtungsbezogener Impfpflicht und jetzt die Situation rund um den Ukraine-Krieg. Ihnen und auch Ihrem Team meinen ganz persönlichen Dank für Ihr Durchhaltevermögen und Ihren Einsatz. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich will an dieser Stelle auch gleich Bezug nehmen auf die Tagesordnungspunkte, die noch anstehen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir als politische Vertretung der Bürgerschaft mit einer übergroßen Mehrheit die vorliegende Resolution verabschieden könnten, auch wenn dies kurzfristig ist. Dies wäre nicht nur ein wichtiges Signal in die Stadtgesellschaft hinein, sondern es bildet auch den Rahmen unseres gemeinsamen Handelns in dieser Sache. Gleichzeitig senden wir damit auch ein wichtiges Signal an unsere Partnerschaft, Partnerstadt in St. Petersburg. So wie in der Resolution formuliert, bleibt unsere Hand in Frieden ausgestreckt. Dies ist mir vor allem wichtig, weil auch Dresden Ähnliches erlebt hat. Die Stadt Coventry, unsere Partnerstadt seit 1958, hat unsere Freundschaft zwischen den Menschen beider Städte nie in Frage gestellt. Nicht als wenige Jahre später die Mauer errichtet wurde, nicht zur Kuba-Krise, nicht nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, nicht während des Wettrüstens oder auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Lassen Sie uns mit der heutigen Resolution dem ukrainischen Volk unsere volle Solidarität und Unterstützung zukommen und gleichzeitig der russischen Zivilbevölkerung zeigen, dass der Weg zum Frieden und zur Versöhnung von unserer Seite immer offen sein wird. Dies führt mich zu meinem letzten Punkt. Ihnen liegt ein Ersetzungsantrag von mir zur Petition Sicherer Hafen vor.
Hier habe ich ganz bewusst Bezug zur aktuellen Situation genommen. Wenn Sie dem heute so folgen können, wären auch die 100.000 Euro für unbürokratische Sofortmaßnahmen ein starkes Zeichen der Solidarität, vor allem für die ukrainische Community in unserer Stadt. Die Deckungsquelle wird kurzfristig aus meinem Geschäftsbereich zur Verfügung gestellt. Ich will aber auch eines an dieser Stelle deutlich sagen. Ich werde es als Oberbürgermeister nicht zulassen, dass wir eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft unter den Schutzsuchenden einführen. Das Grundrecht auf Asyl gilt unabhängig von der Herkunft der Flüchtlinge. Mir ist völlig bewusst, dass hier im Saal ganz unterschiedliche Auffassungen zu dieser Petition vertreten sind. Ich appelliere aber ganz bewusst in die eine und auch in die andere Richtung. Lassen Sie es heute nicht auf eine Zufallsmehrheit ankommen. Egal, welche Seite knapp gewinnt. Verlierer sind dann alle. Ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie ist das Finden von Kompromissen. Und anders als viele meinen, ist dies keine Schwäche, sondern eine Stärke der Demokratie. Lassen Sie uns heute einen gemeinsamen Weg aller demokratischen Kräfte beschreiten. Abschließend will ich mit einem wichtigen Satz, den die Vertreterin der ukrainischen Gemeinschaft, Frau Natalia Bock, gesagt hat. Wir sind wahnsinnig dankbar für die Hilfe der Dresdnerinnen und Dresdner und ihr großes Mitgefühl. Aber eines müssen wir alle wissen, das war noch lange nicht das Ende. Vielen Dank. Applaus